Es war kein guter Anfang gestern für den NATO-Gipfel in London. Bei einem Pressetermin von US-Präsident Trump und Frankreichs Präsident Macron waren erneut tiefe Differenzen über die Rolle der Allianz deutlich geworden. Vor dem Gipfel hatte Macron die NATO als hirntot bezeichnet. Trump konterte scharf, die Äußerung sei bösartig. Keine leichte Aufgabe für NATO-Generalsekretär Stoltenberg auf dem Jubiläumsgipfel. Vor der Sitzung heute Morgen betonte Stoltenberg, wie erfolgreich das Militärbündnis in den 70 Jahren seines Bestehens gewesen sei und dass es sich ständig neuen Herausforderungen stelle. Zugeschaltet ist Tobias Pflüger, stellvertretender Vorsitzender der Partei Die Linke und NATO-Kritiker. Guten Tag nach Berlin. Hallo. Die NATO diskutiert nun über die eigene Zukunft. Hat sie denn eine aus Ihrer Sicht? Wie wir gerade sehen, gibt es offensichtlich heftigste strategische Unterschiede. Wir haben einen NATO-Staat, der geht völkerrechtswidrig, marschiert er ein in einem Nachbarland. Wir haben einen anderen NATO-Staat, der hat irgendwie das Iran-Abkommen gekündigt, nämlich die USA. Das sind heftigste strategische Unterschiede. Und ob die NATO in der Form wirklich eine Zukunft hat, ich bezweifle es. Wir haben allerdings auch die Geschichte, dass immer wieder quasi sich dann zusammengerappelt haben. Aber die strategischen Unterschiede jetzt sind schon ganz offensichtlich, wie man ja bei der Auseinandersetzung zwischen Trump und Macron sieht. Da wird ganz offen quasi um verschiedene Interessen gekämpft. Wünschen Sie sich eine Zukunft der NATO? Nein, sondern wir sehen ja, dass die NATO selbst ein Bündnis ist, mit dem aufgerüstet wird, mit dem überall quasi Truppen stationiert werden. Wir werden demnächst hier in der Bundesrepublik ein großes Manöver erleben, Defender 2020. Das ist alles, was nicht Sicherheit schafft. Was aber das Problem ist, ist, wenn solche Aktionen der NATO, wie zum Beispiel des NATO-Staats Türkei, für Menschen tödlich werden. Das ist was, da müssen wir, glaube ich, sehr genau drauf achten. Und insofern, das muss klar kritisiert werden. Insofern, ob quasi die NATO in der Form, wie sie gerade streitet, eine Zukunft hat, ich bezweifle es. Aber wir können schon sehr deutlich sagen, hier findet ein sehr, sehr heftiger Kampf statt, wo zum Beispiel jemand wie der US-Präsident Trump ganz offen sagt, wir sind in Syrien wegen des Öls, wo ein französischer Präsident ganz offen sagt, eigentlich wollen wir die EU als zentrales militärisches Instrument. Das sind schon sehr grundlegende Unterschiede. Was sind denn die Herausforderungen für die NATO in der Zukunft? Ist es unter anderem China? Das Bündnis sieht ja das Land auch als Bedrohung. Ja, das war jetzt zum ersten Mal, dass quasi in dem Vorschlag für die Abschlusserklärung China als direkte Bedrohung benannt wird. Interessant ist, dass Russland quasi da etwas zurückgestuft wurde, weil die militärischen Aktivitäten sind ja jetzt eher gegen Russland die letzte Zeit gerichtet. Heißt, dass man offensichtlich Richtung südchinesisches Meer orientiert, hat ja auch Annegret Kramp-Karrenbauer vorgeschlagen, halte ich für eine sehr gefährliche Entwicklung. Das Bündnis heißt Nordatlantik-Organisation, hieße, dass man offensichtlich auch in diesem Bereich Truppen haben will. Das halte ich für sehr problematisch. Auch die Ausrufung von China quasi als eine Bedrohung. Ich glaube, da geht es eher quasi um wirtschaftliche Kämpfe, als tatsächlich quasi, dass das Ganze militärisch sein sollte. Und die NATO ist nach wie vor ein Militärbündnis. Lassen Sie uns gleich über die Ausgaben der NATO-Mitgliedstaaten sprechen. Herr Pflüger, vereinbartes Ziel ist ja, dass jedes Land 2% seines jeweiligen Bruttoinlandsprodukts für Rüstung ausgibt. Dazu ein kurzer Überblick. Außer den USA erreichen nur wenige NATO-Mitglieder das Ziel, 2% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. In Europa liegt Bulgarien mit 3,25% am deutlichsten darüber. Griechenland folgt mit 2,28%. Deutschland liegt mit 1,38% klar unter dem Ziel. Schaut man nicht auf das Verhältnis zur Wirtschaftsleistung, sondern auf die Ausgaben in Dollar, ergibt sich ein anderes Bild. Nach den USA folgt Großbritannien, auf Platz 3 dann schon Deutschland mit umgerechnet 54,8 Milliarden Dollar in diesem Jahr. Bulgarien liegt hier nur auf Platz 16. Tja, Herr Pflüger, dieses sogenannte 2%-Ziel ist ja auch aktueller Streitpunkt innerhalb der NATO. Deutschland ist davon weit entfernt. Trotzdem fordern Sie, dass Deutschland dieses Ziel offiziell ablehnt. Warum? Allein die Grundlage, dass man Militärausgaben an das Bruttoinlandsprodukt koppelt,
ist ja schon absurd. Wenn wir die beiden Länder uns anschauen, die vorne liegen, Bulgarien und Griechenland, zeigt es ja, die haben im Moment eine relativ schlechte wirtschaftliche Situation. Und deshalb sind sie so hoch quasi im Verhältnis quasi zum Bruttoinlandsprodukt. Allein der Ansatz, Militärausgaben an das Bruttoinlandsprodukt zu koppeln, ist Unsinn. Und was wir sagen ist, dass nicht immer mehr Geld quasi in Militärisches gesteckt werden soll. Mhm. Was wir sehen ist ja, dass zum Beispiel die Bundeswehr gar nicht das Geld ausgeben kann, was dort veranschlagt wird. Und es wird vor allem in große Rüstungsprojekte gesteckt, die sehr viel später kommen als geplant, die sehr viel teurer sind als geplant. Und es ist im Grunde genommen eine riesengroße Geldverschwendung. Und das Problem dabei ist, man steckt quasi das in Rüstungsprojekte, aber tatsächlich quasi die Situation selbst, dass damit mehr Sicherheit geschaffen wird oder auch die Situation der Soldaten ist damit nicht besser. Aber wie gesagt, Deutschland ist ja von den 2% weit entfernt. Wäre eine offizielle Ablehnung dieses Ziels nicht zugleich auch ein Affront gegenüber den Bündnispartnern, also gefährlich? Vielleicht ist einfach nochmal wichtig, deutlich zu machen, das 2% Ziel ist keine verbindliche Vereinbarung, an das sich die Regierung jeweils halten müssen, sondern es ist quasi eine Orientierung, die damals für Deutschland Frank-Walter Steinmeier unterschrieben hat. Es wäre problemlos möglich zu sagen, die Bundesrepublik macht dieses nicht, sondern sie gibt die Gelder für deutlich Sinnvolleres aus, als vor allem für größere Rüstungsprojekte. Insofern ist es vor allem eine politische Debatte. Und wir haben ja so einen US-amerikanischen Botschafter, Herrn Grinnell, der wie so eine Schallplatte immer wieder sagt, Deutschland würde quasi das nicht erfüllen. Das Problem dabei ist, dass man im Grunde genommen mit dem falschen Ansatz, nämlich einer Kopplung an Wirtschaftsentwicklungen, einen Beschluss gefasst hat, der problematisch ist und der für Deutschland bedeutet, dass man bis zu 85 Milliarden Euro für Militärisches ausgeben könnte. Sehr problematisch. Wir haben ja gehört, Deutschland gibt bereits 50 Milliarden pro Jahr aus. Was wäre denn aus Ihrer Sicht eine vernünftige Summe? Was vernünftig wäre, ist jetzt zu sagen, dass tatsächlich begonnen wird, abzurüsten. Weil wir haben, wenn wir uns den Militärhaushalt konkret angucken, sehen wir, es sind vor allem Ausgaben, die gerade in neue Rüstungsprojekte laufen. Und da werden eine ganze Reihe kommen, die sehr, sehr teuer werden. Future Combat Air System. Insofern notwendig wäre, statt quasi die Zahlen nach oben zu jagen, Stück für Stück quasi abzurüsten. Das wäre das Gebot der Stunde. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Pflüger. Ich danke auch.